Wir sind heute mit unserer Aktion Radio SAW sagt Dankeschön, Berufe, die Respekt verdienen, im MHKW Magdeburg. Das ist ein Müllheizkraftwerk. Hier wird Müll verbrannt und dann in Strom und Fernwärme umgewandelt. Und wie das Ganze funktioniert und wer sich bei wem bedankt, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Hallo Herr Engelke. Herr Engelke, wir haben die Aktion Radio SAW sagt Dankeschön, Berufe, die Respekt verdienen, und da sind Sie ausgewählt worden. Und zwar möchte sich der Thomas aus Magdeburg stellvertretend bei Ihnen für alle hier im Heizkraftwerk bedanken, für Ihre Arbeit, die Sie hier täglich machen. Und wir wollten Sie jetzt einfach mal überraschen und Ihnen dieses Dankeschön überbringen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, weil wir doch hier in Rothensee unsere Arbeit so mehr im Geheimen, im Verborgenen tun. Täglich werden nämlich tonnenweise Müll angeliefert, sortiert, mit einem riesigen Greifarm, der aussieht wie eine Krake, in einen Trichter gefüllt und dort verbrannt. Aus dem Dampf, der dabei entsteht, wird Strom und Wärme gemacht. Übrig bleibt dann am Ende die dunkle und stinkende Schlacke, die aber auch noch zum Beispiel im Straßenbau weiterverarbeitet werden kann. An Weihnachten liegen alle rum und sagen puh. Schon nicht mehr zu. Die Gabentische werden immer bunter und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder und sagt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Feiertags, sonntags sind wir natürlich auch hier und gesagt, Wärme wird ja immer gebraucht, gerade zu Weihnachten wollen die Magdeburger ja nicht im Kalten sitzen und Strom soll es ja auch geben. Die insgesamt 89 Mitarbeiter des Müllheizkraftwerkes arbeiten hier das ganze Jahr, 5 Schichten am Tag, damit die Müllberge beseitigt und am Ende sogar noch jeweils über 40.000 Haushalte in Magdeburg mit Fernwärme und Strom versorgt werden können. Sagen Sie, Herr Engelke, wie wird man denn Schichtleiter im Heizkraftwerk? Kann das jeder werden oder wie funktioniert das? Ja, na, im Prinzip kann das jeder werden. Man braucht erstmal einen entsprechenden Grundberuf. Das ist heutzutage Elektro, Elektroniker, Mechaniker, Schlosser. Und diese Grundberufe, die man mal erlernt hat, die werden dann hier genutzt als Grundlage für die sogenannte Kraftwerkeausbildung. Wir waren heute im MHKW Magdeburg und haben uns hier angeschaut, wie aus Müll Strom und Fernwärme hergestellt wird. Auf jeden Fall haben die Leute hier einen Wahnsinnsjob. Wir haben Dankeschön gesagt und das ist auf jeden Fall ein Beruf, der Respekt verdient.